Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Gartenstadt von Apache 207 vorstellen. Das Ganze gibt es als CD-Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, Freunde, das neue, das dritte Album Gartenstadt von Apache 207 ist bereits vergangenen Freitag, und zwar am 9. Juni, veröffentlicht worden. Für das Album habe ich 17,99 Euro bezahlt. Den Link dazu gibt es natürlich für euch wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zur Fanbox. Die Fanbox gibt es nur auf der offiziellen Apache-Shop-Seite. Die Fanbox kostet, glaube ich, mit Versand so um die 55 Euro. Link dazu, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zur limitierten Picture-Vinyl. Die gibt es sowohl im Shop als auch bei Amazon. Ich packe euch den Amazon-Link unten in die Videobeschreibung. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern wieder euren Lieblingssong von Apache einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und liebe Freunde, wenn ihr schon mal dabei seid, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, somit den Algorithmus kräftig pusht, dass dieses Video ein paar Leuten mehr angezeigt wird und ich dadurch etwas mehr Reichweite bekomme. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gut, wir starten. Als erstes werde ich natürlich erst einmal die Folie von der CD entfernen. Dafür benutze ich natürlich den Aufreißfaden. Ich möchte hier wieder irgendwelche Leute triggern, die sich dann darüber aufregen. Obwohl eigentlich, oder? Nee, heute mache ich mal Aufreißfaden. Also heute mal ganz normal, so wie man es eigentlich macht. So. Sobald ich ihn natürlich jetzt hier habe, irgendwie komme ich jetzt hier mit dem Messer nicht richtig rein. Deswegen hasse ich so. Okay, ich hab's, Freunde. Ich hab's schon. Es geht doch trotzdem so. Okay. So. Folie ist ab. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das erste Mal das Cover an. Wir sehen Apache in einem Plattenbauviertel. Darunter lesen wir den Albumtitel Gartenstadt. Das ist übrigens der Name seines Bezirks in Ludwigshafen, wo Apache aufgewachsen ist. Hier wirft er so einen Blumenstrauß in die Mülltonne. Cool mit Zigarette und mit Sonnenbrille. Auf der Rückseite der CD sind natürlich die Songs aufgelistet. Insgesamt haben wir auf dem Album 15 Songs drauf. Einige Songs sind auch veröffentlicht, unter anderem der Song zusammen mit Udo Lindenberg, Komet. Riesengroßer Erfolg, nicht nur für Apache, sondern auch für Udo Lindenberg. Der war jetzt mehrere Wochen auf Platz 1. Dann hat er vor kurzem den Song Was weißt du schon veröffentlicht. Wenn das so bleibt, der ist, glaube ich, auch schon veröffentlicht. Was war es noch? 90 war schon veröffentlicht. Und es war noch irgendein Song. Also ich glaube, die 5 Songs, oder? 1, 2, 3. Was war es denn noch alles? Okay, ich glaube, 4 oder 5 Songs sind jetzt schon veröffentlicht. Ich habe mir jetzt nicht jeden Song angehört. Aber einige, also wie gesagt, Komet war so der erste mit Udo Lindenberg. Okay, gut, dann schauen wir mal rein. Da haben wir als erstes die CD und wir sehen hier ein Puzzleteil und da sehen wir diesen Blumenstrauß, also sozusagen den Ausschnitt aus dem Bild vergrößert, dieser Blumenstrauß, der in die Mülltonne fliegt, Apache 207. Okay, Hintergrund sehen wir nichts. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Booklet rein. Auf jeden Fall ein sehr dickes Booklet, das hat man schon gemerkt, als man die CD hochgehalten hat, also die Hülle, dass das ganz schön schwer ist. Gut, dann schauen wir mal rein. Ganze sehr hochwertig gemacht, schönes stabiles Papier. Und wir finden hier in dem Booklet die Songs plus die Songtexte plus natürlich noch ein paar Bilder. Also ich vermute mal jetzt aus der Gartenstadt, also aus dem Bezirk von Ludwigshafen. Wahrscheinlich so die Lieblingsplätze von Apache, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier an der Tischtennisplatte, wahrscheinlich Freitagabend, dann muss ich getroffen. Oder jeden Tag, je nachdem. Netto. Getränkediscount, okay. Natürlich am Autoscooter hat man sich auch wahrscheinlich häufiger getroffen. Also wirklich so ein paar Bilder aus dem Bezirk, beziehungsweise aus dem Stadtteil. Hier, das wird der Wohnblock sein von Apache. Schimmel in der Villa zum Song, okay. Dann zuletzt hier der Song Komet mit Udo Lindenberg. Hier noch ein Sportplatz. Und am Ende jetzt hier nochmal den Hauseingang. Ich glaube, das ist bestimmt der Hauseingang von Apache, wo er da am Block gewohnt hat mit der Nummer 23. Hier oben so ein Bobbycar. Gut, und Apache 207.
Und hier auf der Rückseite des Booklets sieht man jetzt so eine Stadtkarte. Also das sind jetzt wahrscheinlich alles die Punkte. Ah, okay, also die Bilder, die man gesehen hat, da hat man jetzt zusätzlich noch das markiert, also der Bolzplatz, die Arbeit, was gibt's noch? Gibt's noch Tiefgarage, Netto, Hort, Grundschule, Otto-Thiele-Platz, Eisdiele, Indianerspielplatz, Wendekreis. Okay, also das sind so diese ganzen Sachen, wo sich wahrscheinlich Apache in seinem Bezirk in Gartenstadt aufgehalten hat. Okay, coole Sache. Gut, liebe Freunde, damit sind wir am Ende des Unboxings. Wirklich ein starkes Album, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, einige Songs hat er schon veröffentlicht. Unter anderem Komet, der mir am besten mitgefällt. Und wenn das so bleibt, der Song, genau, wenn das so bleibt, den fand ich auch richtig gut. Ja, gut, Freunde, das war's mit dem CD-Unboxing für heute. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Apache 207. Viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich auch viel Erfolg weiterhin. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.